Wir bleiben noch beim Motorsport, sind aber jetzt da in einen Buggy gewechselt und ich bin mehr oder weniger jetzt so der Co-Pilot von Raphael Sperrer, den ich recht. Mit diesem Auto werden Sie heuer die Rallye Dakar in Angriff nehmen. So insgesamt dritten Mal, erzählen Sie mal ein bisschen was über das Auto. Schaut sehr spektakulär aus. Ja, ich sage Landmaschine dazu, weil es ist auch von den Größenverhältnissen so. Es ist ein zweiradgetriebener V6 Buggy. Uhrrahmen-Chassis und Kohlefaserhaut drüber und 60 cm Federweg, das ist das Wichtigste Offroad, weil du fährst ja kaum auf Straßen und hinten breite Reifen, vorne schmälere, weil er nur Lenkkraft machen muss und das Wichtigste ist auch, vor allem wenn der Wechsel zwischen harten Untergrund und Sand ist, Sand fährst du bis zu 0,5 bar Luftdruck, dann kann ich das da herinnen verstehen und kann dann oben vier Reifen die Luft rauslassen und wieder auffüllen. Was kostet so ein Auto? Das ist eine gute Frage. Das ist nur ein Leihauto. Also wenn ich es zusammenlegen muss, ich 300.000 Euro zahlen. Und der ganze Einsatz ist von einem niederländischen Team, der auch das Service-Equipment stellt, weil das gehört dann dazu. Du brauchst ja zwei oder drei Autos auf Ersatzteile, verteilt in die LKWs, weil du kannst dann nur während dem Start zugreifen auf die Teile und dann so ist es in der Pipeline und die LKWs, was nicht mit haben, kannst du in Afrika nicht kaufen. Und das ist ein Riesenaufwand. Seit 1979 wird die Rallye Dakar ausgetragen, am Anfang noch als Rallye Paris Dakar. Mittlerweile wird jedes Jahr woanders gestartet, heuer geht es in Portugal los. Was aber gleich geblieben ist, ist dieses Riesenabenteuer und natürlich auch die Gefahr. Unglaublich faszinierende Bilder. Allerdings, wie bereits erwähnt, man darf auch die Gefahren nicht außer Acht lassen. Es hat insgesamt schon 56 Todesfälle gegeben. Wie gefährlich ist es? Naja, gewisses Restrisiko kann man nie ausschließen, aber gerade so wie im Auto ist sicher am sichersten. Motorrad wäre für mich auch kein Thema, weil es erstens wäre es mir zu anstrengend, ist es mir das schon genug. Und auch vom Restrisiko bei den Motorrädern ist natürlich nicht vorhersehbar, wenn es die hinhaut und ist sofort der Knacki. Im Vorjahr kam leider schon bereits bei der dritten Etappe das Aus, da waren Sie dann doch ziemlich viele Stunden verschollen. Was war denn da genau? Ja, es ist so gewesen, dass ich letztes Jahr mit einem französischen Team gefahren bin und wir haben auf der ersten Marokko-Etappe, wir waren in Europa ziemlich gut dabei, waren 16. gesamt, mitten in der Weltklasse und in Marokko ziemlich zum Schluss aussehen, haben wir ein Kommunikationsproblem gehabt. Mein französischer Beifahrer hat mir damals eine Caution 3 und das ist bei der Dakar ungefähr so, wie wenn du über einen Fluss fährst und du rechnest damit, es kommt eine Brücke und da war keine Brücke und wir sind halt da in so ein großes Loch gesprungen und haben uns links hinten was kaputt gefahren und dann hätte ich kommen so eine T4, das ist das Serviceauto, das ist auch nicht gekommen und
Wir haben dann gewartet. Wie viele Stunden? 28 Stunden. Und es ist so, du hast ja normalerweise ein Satellitentelefon mit, aber das war gerade im Ladestation beim LKW. Und über GPS haben sie zwar gewusst, wo wir sind, aber sie haben nicht gewusst, ob wir drinnen sind. Und unser Team hat uns leider nicht abgeholt und jetzt haben wir auf 1400 Meter in der marokkanischen Steinwüste das ist relativ kühl, 28 Stunden verbracht. Und der Veranstalter schreibt Gott sei Dank vor, erstens genug Wasser mitzunehmen, das kontrolliert er. Und diese Alu-Planen, die man von den Unfallpackerl kennt, und mit denen sitzt du dann so herinnen und hast Frost auf der Eis und denkst, da hoffentlich kommt noch wer. Also erstens die emotionale Anspannung. Und dann natürlich mit dem Wissen, dass du gut dabei gewesen wärst und am dritten Tag ist alles vorbei und du hast ja auch vorbereitet, aber muss man mitnehmen, hilft nichts. Der dritte Start, beim ersten eigentlich sehr weit gekommen, aber bis zur vorletzten Etappe, dann Motorschaden, im vergangenen Jahr, wie gesagt, relativ bald einmal aus. Ziele heuer einfach durchkommen oder auch gewisse Platzierungen so ein bisschen im Hinterkopf? Es ist so, durchkommen ist natürlich schon wichtig, aber ich ordne dem nicht alles unter und man kann, wenn alles funktioniert und wenn vor allem die Servicekette auch funktioniert, ich habe schon den sportlichen Anspruch auch zügig durchzukommen. Aber so schnell wie nötig und so risikolos wie möglich. Mhm. Das ist eigentlich mein Ziel. Sie haben jetzt ein bisschen trainiert bei der Waldviertelrallye, sind Sie als Vorausauto gefahren. Wozu? Kann man da irgendwas simulieren? Sind das Waldviertel mit der Wüste vergleichbar? Ja, dazu muss man sagen, die großen Teams spulen Testprogramme ab in der Wüste in Marokko. Auch letztes Jahr war ich in Marokko testen. Und es ist ja so, dass die 10.000, 20.000, 30.000 Kilometer fahren. Und ich habe heuer einen neuen Co-Piloten, den Hamen. Der ist Holländer und normalerweise habe ich mit den Leuten im Englisch gesprochen, der Hamen spricht Gott sei Dank Deutsch. Aber die Kommandos, die zwischen Pilot und Navigator herrschen, die haben ein gewisses System. Und wir haben bei der Waldviertelrallye das benutzt, sind ohne Schritt gefahren, also nicht wie ich es bei der Rallye gewohnt bin, sondern nur nach Rotbuck und auf Sicht, so wie man es bei der Dakar macht. Und jetzt weiß er halt, dass ich nicht links abbiegen hören will, sondern links abzweigen und dass das genaue Kommandos sind. Ich verstehe. Weil wenn du 12 Stunden im Auto sitzt, kannst du ja auf die kleinen Sachen dann immer konzentrieren, so das Kommando hofft und militärisch abgehen, dass das gut funktioniert. Also vielleicht noch ganz kurz aufklären müssen, die Ski da am Tag, die wir da gesehen haben? Die Ski, das hat zwei Hintergründe, da gibt es auch einen Kampfbad dazu. Ach so, auf dem Kamperl, ja. Weil das erste Jahr, wie ich daran teilgenommen habe bei der Dakar-Rallye, bin ich als Australier geführt worden. Und Australier, Österreich, wie sagt Kängurus, aber dafür Ski und ein Kampfbad. Also. Das ist eine Reminiszenz gewesen und die Österreich-Rallye, die hat gehabt, heuer, mitten im Oktober so viel Schnee, dass eine Prüfung aussagen muss und da bin ich Veranstalter und ich mir gedacht, das ist eine lustige Geschichte, hast du die Ski auf die. Und das ist deswegen Sprungski, weil auf dem Auto die normalen Ski ausschauen wie ein Babyski. Mhm, alles klar. Wir wünschen alles Gute. Mögen Sie ins Ziel kommen, dieses Ziel einmal zu erreichen. Richtig, wieder gesund heimkommen, genau. Weil es passiert eh so viel. Gesund heimkommen, noch wieder zu uns, mal darüber. Ja, danke schön, Raphael Sperrer. Ja, das war unsere heutige Sendung Sport am Sonntag. Ich darf noch sagen, wie es weitergeht mit der Sendung Vera. Da ist dieses junge Liebespärchen zu Gast, das ausgerissen ist. Sport heute noch ab 19:55 im ORF 2. Darf ich bedanken? Ich bedanke natürlich daheim. Das große Interesse. Dankeschön.